Ladies and Gentlemen, hinten. Herzlich willkommen zurück im Stream. Du fährst natürlich. Fährst du? Du fährst. Oh. Okay. Du hast uns ja am Weg rausgesucht, wo wir langfahren sollen, ne? Ja, warte mal, jetzt regnet es nicht mehr. Lass mich kurz umziehen. Dann fahr ich. Ja, heute dabei Tradonia. Project Zomboid steht wieder an. So, der Motor könnte aber auch einen kleinen Feinschliff benötigen, ne? Machen wir den halben Kanister am besten mal da rein. Sind immer die ganzen Klamotten das Spiel rausgeworfen aus dem Motor? Nein, eigentlich nicht. Sind meine Weste und alles nicht. Brauchst du doch gar nicht. Ist doch warm genug für die Weste. Ja, komm, mach mal auf da. Ich hab dir mal das Blut vorne abgewischt, ne? Sehr schön. Der Wagen sieht aus wie geleckt. Was hast du damit gemacht? Das ist immer noch Kernschrott. Aber der hat jetzt Power. Siehst du, wie der Gas gibt? Aussehen, Zombie. Schon gesehen. Wir kommen jetzt gleich wieder an den ganzen Zombies vorbei, die auf der Straße stehen, ne? Ja. Schalt mal eben die Klimaanlage drin ein. Wir haben 45 Grad hier im Auto. Ach, bist du des Jackes. Hinter dir? Nimm das, du Penner. Zack. Dass das mal hier mal ein bisschen weniger wird. Nur diese Wegelagerei. Vagabunden sind das. Warte mal, mein Werkzeug. Übrigens. Ah, stopp. Wir müssen nochmal zurück. Wir haben deinen Werkzeugkasten. Ja, dein Werkzeugkasten. Ja, der liegt in der Küche. Tut mir leid. Ja, dann zurück. Ich hab's wieder so eilig gehabt, dass ich das Ding liegen gelassen habe. So, wenn du hier drinnen keinen Hitzeschlag kriegen möchtest, dann solltest du die Klimaanlage einschalten. 45 Grad in der Hütte hier. Ich kann das nicht, du musst das machen. Nur ich kann das? Ist ja ein Ding. Ja, ich kann das nicht. Ich hab kein Dienfeld dafür. Dienfeld meine ich dafür. Ich glaube, die Heizung ist im Arsch, ne? Die macht nicht mehr lange. Die hat ja Pulver die ist nicht repariert. Aber jetzt, wo du es ansprichst, weil guck mal um die Anzeige, wir haben. Was? Wir haben 46 Grad? Ja, sag ich doch. Warte mal kurz. Nicht so weit wegfahren, nicht so weit weg. Mann. Wo willst du denn hin? Muss ich den ganzen. Brauchst doch eh nicht mehr rumpeln, komm. Stell dir das an. Ich wollte jetzt gucken, wegen Ersatzteil, wegen dem Heizer, der ja kaputt ist. Warte mal. Wäre natürlich nice, wenn die mal richtig kühlen würde, ne? Deswegen will ich kurz gucken, was mit der Heizung ist. Crafting-Menü geöffnet. Kleine Metallplatte, Lötkolben. Warte mal, wo haben wir Hammer. Die? Kleine Metallplatte. Hammer. Lötkolben nachfüllen. Weißt du, was wir machen? Wir nehmen die ganzen Kanister direkt mit. Die können wir nämlich direkt voll machen vor Ort. Ja, nimm mit. Du hattest doch irgendwo noch so ein paar andere drin, ne? Von den. Ja, das sind alle, die du dort hast. Und der Schrank dort oben. Opan. Haben wir 8 Stück, die wir voll machen können. Wo ist denn die Heizung da unten? Ja. Oh, 99%, ich höre es. Lass mal auf volle Lutsche laufen, das Ding, ne? Alle Fenster direkt zumachen, jetzt kühlen wir mal richtig runter, ja.
Die Klimaanlage läuft wieder. Oh! Shake it, baby. Umverteilung. Motor sagt nein. Tempri, sobald die Viecher hier hinter uns sind. Oder? Würde ich sagen, bleiben wir mal eben stehen, ne? Nein, 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 das nicht. Fahr weiter. Weiterfahren, ich erklär's. Jetzt müssen ja gleich diese Häufchen wiederkommen mit Metall. Wir nehmen die Motorteile gleich mit und ich mach mal den Motor ein bisschen besser. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Sobald du jetzt hier die irgendwo ein Häufchen siehst. Wir hatten ja noch nicht alle eingesammelt. Sind wieder neue gespawnt hier, oder? Im Wald. Da sind die Häufchen, da geht's los. Alles klar, ich halte mal hier an. Da liegen sie. Ja. Hopp ab. Natürlich müssen natürlich auch Motorteile dabei sein, ne? Hoffe ich doch. Einer dabei? Ist gar kein... Nein, gar Metallschrott, nichts gut, wieso? Fahren wir mal hinterher. Wagen kannst du gleich schieben, wenn das so weitergeht. Ach nee, wird nix. Können wir auch nicht reparieren. Warum nicht? Weil für Motorreparatur brauchst du Kfz Stufe 6. Ja. Und dann darfst du gar nicht anlegen. Schade, drauf. Dann kannst du durchfahren bis runter. Wie hoch bist du mit Kfz? 3, weil ich bin noch nicht dazu gekommen, die Sitze alle fertig zu machen. Upsala. Oh. Das sah gefährlich aus. Aber er fährt noch. Darf jetzt nichts mehr passieren, so oft wieder ausgeht. Und er fährt auch kaum noch. Wir müssen nur bis zur Tankstelle kommen. Alles andere ist erstmal irrelevant. Und die Leichen machen den Wagen richtig zu schaffen, ne? So. Entschuldigung. Wir müssen eigentlich das hier wegräumen jetzt hier. Stopp. Hier ist ein Runner. Der ist mal hier aufräumen. Ja, der ist beim Aussteigen. Der hat Bock auf dich. Der will. Komm her. Ich mach das Ding jetzt hier erstmal weg. Da kommt noch was. Nee, das ist nicht. Oh. Schon gut, hat sich erledigt. Ich mache jetzt erstmal hier Platz. Moment. Willst du den schweißen? Ja, der kommt weg. What the fuck? Boah, da hat sich schon die Windschutzscheibe wieder eingedellt. Boah. So Kollateralschäden müssen sein, Teil. Führt keinen Weg drumherum. Haben wir jetzt noch einen Generator? Ich dachte, ach so, ihr wollt den gelben. Wir holen den gelben direkt. Benzin habe ich dabei. Batterien haben wir erstmal genug. Wobei, die baue ich aus. Die lassen wir dann gleich direkt hier liegen. Wenn wir später zurückkommen, können wir die Teile aufsammeln. Nackt die Karre. Kommst du dran vorbei? Ist da was Nettes drin? Nee, eigentlich nicht. Guck mal im Kofferraum. Ist leer. Weg damit.
Lass den mal stehen, wir fahren außen rum. Ich hätte ihn jetzt schnell weggeschweißt, deswegen. Brauchst du nicht. Weißt ja, wie das ist mit Flucht und so. Ach, Flucht. Fahr erstmal hinterher. Einen schmier ich jetzt noch. Dann fahren wir jetzt schnurstracks geradeaus weiter. Mal guck mal. Wie für mich gemacht. Ja. Hab ich denn meine Wasserpulle hingestellt? Ja, das war's. Da haben wir eine große. Da kommt was aus dem Wald. Will er rennen? Gibt's hier nicht. Halt Abstand, da kommt was. So, wir machen das folgendermaßen. Nimm den Wagen. Warte mal, hier kommt irgendwo noch was. Ich würde den kurzschließen, wenn der ganz ist. Guck mal rein. Sieht zumindest heil aus. Der du kannst Motor hier oben dran vorbeifahren. Du kannst hier oben dran vorbeifahren, ne? Ja. Hinter dir, Runner. Was? Runner? Wo? Ja, der rennt. Hier. Noch sehe ich nichts. Und mach mal einen großen schnell. Schritt hier. Mitten auf die Schnauze. So, die Tanne haue ich jetzt noch weg. Da kommt noch was aus dem Wald raus. Achso, ich muss die Scheibe einschlagen dazu. Für was? Warte. Nein, fahr dran vorbei. Nimm den Transporter. Die knüppeln wir jetzt noch hier. Ich wollte den jetzt zur Seite fahren, einfach nur. Okay. Gut. Brauchst du nicht. Ich sehe schon. Das Motorrad vielleicht? Ah, das passt. Kommst du dran vorbei. Bei mir kommt noch oben welches. Mehrere Zombies. Das meine ich doch, das Motorrad, das ist genau da, wo es im Weg steht. Deswegen hätte ich es gern alles weggemacht. Schmeißen kannst du immer noch. Wir gucken uns erstmal, dass wir runterkommen. Hier kannst du oben rumfahren, stopp. Alter, Bauch. Du siehst halt immer so kacke, ne? Ja, die siehst du wirklich fast gar nicht. Ich würde den großen Baum weghacken, den einen. Ja, den haue ich jetzt eben weg. Haben wir den halben Weg schon hinter uns, ne? Guck mal das lila das rosafarbene Auto an. Das sieht so glänzend sauber aus. Der sieht aus wie geleckt. Warte mal. Mach mal Auge, ne? Ja. Motor 42%. Kann man fahren, aber das war's auch schon. Na gut, dann weiter. Der Weiße? Guck mal den Weißen an. Mal einen Blick. Schwerlast. Oh, was ist das denn da vorne hier? Ja, der ist schon besser. Der ist alles grün. Der hat auch sogar Benzin drin. Warte mal, den mache ich mir im Startklar. Eben Fluchtauto bereit machen. So schaut's aus. Man weiß ja nie, ne? Ja, danach wird's schwierig mit uns durchfahren. Da steht ein. Ich würde die wegmachen, die LKWs dann. Wo wollt es hier lang? Gib mir einen kleinen Moment. Ja, wenn ich das jetzt so sehe, hätte ich nicht gewusst, dass die Spur jetzt hier auch zu ist. Dann hätten wir auch zurückfahren können. Aber unten hier hast du weniger Zombies, ne? Ja, hier hast du deutlich weniger Zombies. Ich schweiß den jetzt weg hier. ATF? Du guckst wieder nach Zombies, ne? Sofort. Kriegen wir die Batterie noch ausgebaut, bevor der Traddel fertig ist? Ja oder nein? Ich bin bei der Hälfte. Dann schaffe ich das. Aha.
wackeln Bäume. Kriegst du Besuch? Noch sehe ich gar nichts. Nimm den Transporter, fahr hinterher. Was hier alles rumsteht, ne? Ja, ein bisschen Platz will ich schon haben, ja. Der Weiße noch da vorne und der Baum, wo, ja genau, der Baum. Dann reicht das zum Vorbeifahren. Ja. Was ist das Polizeiauto bei mir? Wie sieht das aus? Ich meine, es verschwindet zwar gleich, aber ich würde es gerne wissen. Ach, guck erstmal. Schraub erstmal ab, das ganze Ding. Geben wir hier vorne schon mal alles, ne? Oh, hier ist ein FEMA. FEMA ist immer gut. Komm her, Bursche. Jetzt erstmal was vom Kopf. Na klasse, da haben wir gerade mal gefehlt. Komm in Wallung. Oh, scheiß schneller, Mann. An die restlichen solltest du so dran vorbeikommen. So. Aus die Maus. Licht ist kaputt. Das erklärt auch, warum keine Motorteile in den Häufchen sind. Ein Kfz und es war jetzt, glaube ich, zu niedrig, vermute ich mal. Scheiße! Hau doch ab! Ich hab mich im Nacken gebissen, der Hundesohn. Platzwunde, desinfizieren. Bin halb tot. Wegen diesem Hundesohn, da nicht an diesem Auto dran vorbeikam. Deswegen will ich das hier. Da war eine Nadel drin, eine chirurgische, die will ich haben. Mobiler Blutbeutel. Das ist, weil ich wieder zu gierig gewesen bin. Habe ich jetzt davon. Ach, was freue ich mich auf den Winter. Kannst dich komplett einpacken, ohne zu schwitzen. Zwicken ist da nicht mehr. Komm her, Freundchen. Leg dich mal unter meinen Reifen. Haben wir zwei Amerikaner? Ich habe bisher ein bisschen viele Zombies jetzt. Vor mir und hinter mir, Tempri. Okay. Es wäre schön, wenn du da nicht zu weit fährst. Ich bin 20 Meter weiter raus. Ich mache eben zwei Bäume weg. Dann komme ich sofort zu dir. Aber nochmal zwei rote, die richtig geleckt aussehen. Der eine zumindest. Bin auf dem Weg zu dir. J.K. Wildcat, ja grüß dich.
Schlechte Verbindung auf der Arbeit. Ist nichts los, oder warum guckst du hier im Stream vorbei? Oh. Sieht er gut aus? Nein, Schrott. Aber du müsstest aufpassen. Du musst ihn jetzt wegmachen. Alles gut. Ist er gleich schon da, ne? An den anderen kannst du vorbeifahren. Ja, aber der muss weg hier erstmal. Ja, mach doch, ist doch kein Thema. Nicht wegfahren, ich bin hier alleine beim Schweißen. Da passiert nichts, Ralle, mach dir keinen Kopf. Will ich auch nur mal sicher gehen, ohne Zwischenfälle. Stirb doch! Ich hab's gesagt, Tempo. Jetzt kommen die hier. Ich muss das wieder abbrechen, alles. Alles gut, mach langsam. Ja, du bist nicht hier. Ach, die sind bei dir. Sag das doch. Warte. Ja, ich bin schon am Weg. Ich sehe die ganzen Bäume wackeln. Hier ist alles am Wackeln in dem Wald. Deswegen bleib hier. Hier beim Tanker. Nichts. Da wackelt nichts. Da unten kommt einer an, aber das war's auch schon. Alter Lutschbruder, komm her. Klatschet. Unten rum? Oh, ich hätte nicht. Hier habe ich dir extra alles freigeholzt. Naja, aber der LKW steht scheiße. Guck mal, jetzt kommt der Rote, jetzt muss ich eine Kurve fahren. Das ist das, das kann ich nicht. Guck mal, wie eng das ist und nachher sollst du dann noch das Anhänger durchziehen. Das kriegen wir schon hin. Hier werden wir aber nicht drum herum kommen. Warte mal hin. Nee, nee, komm weg. Weg damit, die Fahrzeuge hier. Hast du so viel Gas dabei? Das muss reichen. Ich habe jetzt noch einen Kanister. Bis wohin müssen wir? Bis da runter. Gut. Ist halt alles ziemlich eng hier, ne? Den würde ich schon mal gar nicht kaputt. Den würde ich schon mal gar nicht kaputt machen, weil der sieht gut aus. Also der Jeep, aber das komische graue Ding, das ist so eine Falle, wo man gern dagegen fährt. Ja. Das kommt weg. Danach ist die Straße frei. Hoffe ich doch mal, ne? Ach, bleib hier. Ja. Ab hier haben wir freie Bahn mit Marzipan, da unten sind Zombies. Hast du eigentlich mal in den Jeep reingeguckt, wie gut der ist? Weil das sind die zum Aufrüsten. Hier, der EGNH, ne? Ja, das ist Pass Broker. Auf, hinter dir. Ah ne, schon gut. Mal nix. Danach muss ich mich mal eben hinsetzen. Ich bin jetzt eben das Auto hier an. Und direkt geht die Alarmanlage an. Nee, der ist Kernschrott. Okay. Da können wir nichts mit reißen. Oben kommt noch einer, aber die haben Auto. Fahr am besten außenrum. Ja, so. Langsam, da Bäume vor dir, die können weg.
muss ich mich aber erstmal hinsetzen. Gib mir einen kleinen Moment. Setz dich ins Auto. Nee, ich bleibe erstmal hier sitzen. Genau hier. Mach den das Leuchtturm. Ist nämlich das, du erholst dich schneller auf einem weichen Sitz als auf dem Boden. Das habe ich auch schon mal. Meinst du? Ja. Rasier den Typen mal eben ab hier vorne, fahr mal ein paar Meter. Oh, da kommt was von hinten, bereithalten. Da sind bestimmt 10 Leute, Bäume, Minimum. Ja, die Bäume blockieren die Sicht. Zurück, Tradl. Die bleiben in den Bäumen hängen, bleib mal hier. Die bleiben alle hängen. Treff die aber dann nicht. Ich hab gleich keine Ausdauer mehr. Die alle her. Komm zurück. Wann immer du kannst, weg mit den Bäumen. Drei Leute. Bei dir oben kommt auch noch einer. Na. Die kommen alle nördlich aus dem Wald raus, ne? Meine Ausdauer sagt gleich nein. Warte. Wüsste ich aber. Fast hätten sie mich gehabt. Hinter dir. Glück gehabt. Da ist noch einer. Alles ist mir lieber als die Viecher, die rennen. Okay, bei mir kommen noch zwei. Da kommt einer da davon ist ruhig. Guck mal, die ist ganz schön bestückt. Die ist gut bestückt mit Schmuck. Ich soll nicht, dass die hier so viel fressen. Was für eine Riesenhorde. Das ist eine kleine Ortschaft, deswegen. Hey, das ist das, hier, wie heißt das? Ein Reservoir oder sowas. Da kommt was angerannt. Oh, sorry. Von oben kommt auch noch was. Wie die am Stolpern sind. Wow. Wenn noch mehr kommen wird, wird schwierig, wenn mein Schwert. Ausdauer 28%. Ja, mein Schwert geht eher kaputt. Ich muss mich dann fahr langsam raus. Fahr los. Setz mich jetzt ins Auto rein. Die Bäume noch wegkacken. Nee. Ich bleib jetzt erstmal sitzen. Ich bin so gut wie im Arsch. Wait until rest. Dann bleib sitzen. Ich komm zu dir rein. Ich muss aus dem Haus kommen. Kantin mit Wasser. Durst hat er jetzt nicht unbedingt. Oi, was hat die denn da für einen Ballermann auf dem Rücken? Keine Ahnung. Das ist eine Farmast, ne? Das ist eine Bullpup. Eine Schrotze, die nehme ich mit. Nimm sie mit. Jugoslavius Lüftus. Du kannst mit deinem Auto schon mal vorfahren. Meine Moral geht. Warum? Was ist. Meine Sickness ist auf 96 hoch. Was hast du gemacht? Gar nicht. Die war jetzt eigentlich bei 0. Nein! Ich habe kein Vergiftung? Nein! Sehr schwere Verletzung. Ich sterbe. 42, 41, 40, 39. Ich habe keine Verletzung! Dann geh von den Zombies weg. Ich kann mich auch nicht waschen. Oh, das ist, ach komm, das ist doch. Ich habe keine Verletzung. Ja, hast du Lebensmittelvergiftung oder irgendwas? Was hast du im Rachen geschoben? Gar nicht. Ich habe noch nicht mal was gegessen. Ess mal was. Irgendwas wird der Auslöser sein.
Ist ja vielleicht zu heiß. Kann nichts machen dagegen. Nein, auch nicht. Ist ganz normale Temperatur. Ach, das ist wieder so ein scheiß Bug hier. Das ist kein Bug. Irgendwas müsst ihr gemacht haben. Bist du vielleicht zu dreckig? Nein! Dirtness 0,2. So ein Scheiß aber auch. Ich mach doch nicht nochmal alles hier. Ja, irgendwas wirst du gemacht haben, was nicht koscher gewesen ist für deinen Charakter. Das war gerade die ganze Zeit auf Null, als wir gekämpft haben. Ja, aber das musst du doch sehen, wenn das hochgeht. Du kriegst doch oben die Perks, die dir aufploppen. Ich hab das die ganze Zeit auf meine Moral geguckt, ob ich verletzt bin. Auf einmal ist dann hochgesprungen Sickness auf 96. Irgendwas wirst du gemacht haben. Meine Sickness ist auf 4. Hast du irgendwas gegessen, was vielleicht verdorben gewesen ist? Nein! Sag mal, rede ich gegen die Wand? Ich habe nichts Verdorbenes dabei. Lass mal abtrocknen. Ich pack deine Leiche mal hier ins Auto, ne? Wie hast du denn nochmal? Leiche nehmen. Packe ich hier jetzt auf dem Fahrersitz? Ja. Ist nicht so, doch das muss gehen. Ja, das geht. Die liegt unterm Auto, die kann auf jeden Fall nicht weglaufen. Die Katana liegt direkt daneben. Jetzt, dass ich mit denen noch ein bisschen weiter vorkomme. Wieder alles im Weg. Nicht Brontogas Fossil hieß das Ding, ne? Wie bitte? Sehe ich jetzt gerade. Leck mich doch, Morsch. Knarre dabei. Boah, Glück gehabt. Will er denn da schon wieder von mir? Wir ab da. Benzinkanister. Damit echt die Ausdauer hochgeht, ne?
Die Tankstelle war das erste gelbe Gebäude, oder? Oder das zweite? Müsste ich selber gucken. Das ist eigentlich unten das letzte Grüne. Das letzte Grüne? Bist du ganz sicher? Ja. Sehr gut. Das ist das, ja, das ist das Grüne unten, das letzte unten. Alles klar, weiß ich Bescheid. Gucken wir direkt mal. So, Ausdauer 91%. Da kommst du jetzt mit dem weißen Jeep hochgefahren? Nee, ich fahre jetzt durch und klopp hier weiter. Ja, was denn, also, was soll ich jetzt machen? Bleib ich oben. Bug-Using kannst du machen, so wie ich es erklärt habe. Da kannst du quer durch den Wald laufen, bis innerhalb von 2 Minuten bei mir. Genau, die ganzen Viecher mit einem gebrochenen Bein. Das ist eine ganz schlaue Idee. Traddel, ich hab's auch gemacht. Ich habe ein gebrochenes Bein. Und nochmal, das kannst du ausnutzen, dass er die Animation überspringt. Du hältst die Shift-Taste, du hältst sie. Das habe ich gestern gesehen, als ich das. Ich habe das gestern probiert, das hat nicht funktioniert. Doch, das funktioniert, glaube ich dir. Ich habe es im Stream gehabt. Ja, aber die Viecher holen dich trotzdem ein. Nein, die holen dich nicht ein. Kommt der da? Boah! Kommt der Gärtner. Ach, erzähl nicht! Geht die Alarmanlage hier an. Hast aber Glück gehabt. Fast wäre der Kopf ab gewesen. Die Zombies packen die Autos nur an und der Alarm geht an. Oh. Keiner von denen, die irgendwie am Rennen ist. Jetzt wird das hier ein kurzes Abenteuer. Das ist der einzige Runner hier, komm her. Gibt's doch nicht. Werden immer mehr hier. Wo war das eine Auto? Komm, sei kein Runner, bitte. Da ist er. Oh, die spawnt. Jetzt hole ich euch. Jetzt könnt ihr aber da alle. Hey. Als ob die jetzt alle despawned sind. Was ist denn despawn? Zombies sind weg.
Ich nicht. Irgendwie alle weg. Da vorne zumindest durchkommen, dann komme ich eben zurück heraus. Dann können wir pennen gehen und am nächsten Tag können wir da einmal abrasieren. So, Trallel, ich bin gleich so gut wie da. Okay. Der Wichsbruder liegt immer noch. Komm her. Stirb jetzt. Das ist echt nicht mehr feierlich. Macht keinen Schaden mehr, was ist das? Scheiße. Meiner wollte nicht mehr rennen, ich weiß nicht warum. Was ist passiert? Gönn dir eine Pause. Ich würde sagen, ich will. Weiß nicht, wie viele Zombies hier auf einmal. Ja, ich muss erstmal das Auto wechseln. Den lasse ich jetzt erstmal hier unten stehen. Dann komme ich mit dem Jeep hochgefahren. Sonst ist hier gleich Schicht im Schacht. Nur stracks weg hier. Sag, für sowas wäre das geil, wenn ich den Bus dabei hätte, weißt du das? Wo ist die Leiche von mir? Im Auto? Nein, die lag unterm Auto, da komme ich jetzt nicht mehr dran. Die holen wir dir aber gleich zurück, ich weiß, wo sie ist. Du hast richtig viel Munition. 556 meine ich, ne? Das war an dem einen Auto drin. Wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie anwenden. Spätestens da ist bei Nahkampf Feierabend.
17 Uhr und meiner schon so irgendwie fertig mit den Nerven. Kerker. Du kannst bei dem Injury Indicator Text-to-Speak reinmachen. Dann sagt er dir direkt Bescheid, sobald irgendwas nicht stimmt. Das wäre für dich wahrscheinlich am besten, ne? Da wurde das Pop-up reingemacht hast, wenn du geheilt bist. Da steht dran Text to Speak. Oder Speech. Ja. Was soll ich dran hat Haue gekriegt. Ich hol meine Leiche erstmal. Die holen wir dir sofort. Ich mal gucken, dass ich ein paar Sachen rausspeise. Wobei, warte mal. Ich muss jetzt eben eine Kleinigkeit essen. Was trinken. Soll ich uns eben was kochen? Ich bin komplett voll. Ich bin ja gerade gespawnt. Gut. Pfannengericht. Ich habe zwei Sachen rausgenommen und dafür eine andere Sache reingenommen. Kein Alkoholiker mehr und Magen aus Stahl. Und auch kein Magenleid. Dafür sonnenempfindlich. Sonnenempfindliches Kacke, ne? Dann hast du nonstop Schmerzen. Also ich guck's ja gerade an. Bis jetzt bleibt die Schmerzgrenze genau bei 20. Wenn ich ins Haus reingehe, geht's weg. Zum Schlafen. Na gut, dann reicht das ja. Steht ja auch in der Beschreibung. Leichte Schmerzen. Also bis jetzt passiert ja nichts weiter. Also es ist 20. Das Schöne ist, 20 ist genau die Grenze, wenn ich jetzt durch die Tür gehe. 19. Sie sind schon gleich schlafen. Prozent. Das futter ich jetzt eben schnell. Pfannengericht. Ohne extra habe ich das gesoffen. Habe ich weniger. Und den Ballermann, den muss ich mir erstmal angucken. Da brauche ich ein Trommelmagazin für. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Aber das Ding erstmal hier rein zu Traddel seiner Sammlung. Komm, noch einmal. Oder zweimal.
Geht doch. Keller wurffähig machen. Da muss ich auf der Falle fressen. Dann geht's nicht anders. Wir hätten eigentlich hoch zur Tankstelle. Wir hätten in Lake Ivy zur Tankstelle fahren können. Die ist frei, da ist gar keiner, keine Autos. Hätte. Ja, da hast du eigentlich recht. War der Weg umsonst. Hatte ich doch am Anfang gesagt, dass da nichts ist. Du brauchst nur einen Generator. Den wollte ich ja mitnehmen. Wir gucken aber erstmal, dass wir deine Karre erstmal bergen. Sonst wird das hier nichts. So, ich wasche mich jetzt eben und dann geht's ab in die Falle. Ich kann. Überleg mal, auf den offiziellen Server von 10 Years Later hat der Höchste nur 40 Tage überlebt, oder 46 Tage. Das soll schon was heißen, wa? Ach ja, an den ganzen verschreibungspflichtigen Sachen steht auch dran, was das ist, ne? Ja, teilweise schon. Hier steht zum Beispiel dran, was haben wir hier? Das ist ein Sedativ. Dann steht hier dran, okay. Unbekannt. Ist gegen Grippe. Wahrscheinlich Hustensaft oder sowas. Überdosis wirst du abhängig von dem Zeug. Antidepressiva. So, das essen wir jetzt auch noch. Leg mich jetzt eben hin, ne? So, meiner liegt. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Panikattacke. Jetzt kann ich erstmal wach bleiben. So einfach wach wird durch die Panikattacken, kannst du auch keinem erzählen. So, mal gleich wieder eine Stunde zusammen. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Wir gucken jetzt gleich, dass wir da eine Leiche rankriegen. Ja. Gucken, dass wir die Viecher da oben am besten wegballern. Da darf keiner von überleben. Trailer GTA 6, was habe ich da gelesen? Lass mal nachgucken. So, dann gucken wir, dass wir da direkt die Tankstelle unsicher machen. Wir müssen auch gucken, die Tankstellen haben nicht unendlich Kapazität, was Benzin angeht. Ne? Irgendwann sind die Dinger alle. So, machen wir einen kleinen Cut. Schauen wir gleich weiter. So, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns.